Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Wir sind jetzt hier an der Brownstone School, ist das, gell? Yes. High School. High School, okay. Und heute wieder im Team dabei, der gute Lasse, der Michael und der Peacemaker, der sich jetzt schon ein paar Mal bewährt hat und voll ins Team integriert ist. Ziegenmaskottchen. Naja, die Opferziege. Genau. Ja, ich muss haben. Aber bis jetzt ist er ja noch nicht gestorben. Also, oh, wir haben eine Karen. Na toll. Okay, Karen. Wer ist Leiter des Projekts? Okay, jetzt gucken wir erst mal. Was sehe ich nicht? Gucken wir erst okay, mal. Okay, Gruppen, ja. Gruppen Gruppe. Wenigstens Gruppe. Ja, Zweierteam. Zeuge und Foto. Gut, ich nehme dann schon mal wieder Fieberthermometer mit. Hab ich auch. Ich hab Dings und Kamera. Dann so. Brauchen wir, können wir schon mal leichter aufzeigen. So, dann nehme ich auch Buch ich mit. Gehe. Also ich hab jetzt Buch und Thermometer. Machen wir es so, die Frauen gegen die Kerle. Mal gucken, wer er als erstes findet. Ja, macht doch am meisten Sinn. Wie ist sie nochmal? Wie ist sie nochmal? Karen Miller. Okay. Mrs. Miller. Wie wollen wir es machen? Wollen wir machen links, rechts und dann nach oben oder so ein Team gleich nach oben gehen? Und das andere bleibt unten, kommt unten rum. Ich würde sagen links, rechts, oder? Was ist das Ding? Ich glaube auch unten oben ist auch nicht so verkehrt. Aber wir können erst ja, mal beides machen, glaube ich. Ja, weil es gibt ja nur auf einer Seite Treppen, deswegen frage ich. Ja. Ich glaube, lass es mal links, rechts machen. Okay, gut. Lasse links oder rechts? Wenn wir rechts. Ich bin für links. Ach komm. Ich mag links. Gut. Dann gehen wir links. Gut. Gib uns ein Zeichen. Dann schauen wir mal. Ich mach mal. Oh, hat der Kleine mal in der Licht auch gemacht. Ich mach, glaube ich, schon mal die Turnhalle auf und guck mal hin. Das glaube ich gar nicht so. Ich glaube, der Turnhalle ist ja selten. Bist du hier? Ja, wir arbeiten ziemlich groß. Also gib uns ein Zeichen. 16 Grad. 16, also hier drin ist er nicht. Okay. Rechts, links? Ich mach mal links schon mal auf. Ja, ich mach die Tür auf. Ich hab eh Kettung wieder, kann eh nicht vorkommen. Also hier ist auch nur 14 Grad, 13. Wo bist du? Hier. Musst du nachsitzen? Wir haben eine Tür gehört. Okay. Sollen wir zurückgehen, oder? Überleg ich gerade, was jetzt sinnvoll ist. Was? Ich weiß leider nicht, wo, aber ich habe eine Tür gehört. Das könnte oben, das könnte auch hier unten irgendwo gewesen sein. Los, gehen wir nach oben und gucken über euch. Ja. Wir gehen mal hoch. Gut. Wir gehen hoch, oben, okay. Ja, wenn das bei dir, also wenn die Tür gehört haben, weil ich habe keine Tür gehört, dann wird das bei denen sein. Dann müssen wir nicht rechts weiter gucken, oder links weiter gucken. Ja, klar. So, jetzt eine offene Tür. Ah. Licht an. Okay, jetzt sehe ich die Lichtschalter. Was hier oben? Ich finde das hier oben richtig eklig. Ja, es ist sehr, sehr unübersichtlich für alle. So, es ist nicht unübersichtlich, ich finde es hier oben super unangenehm. Die Tür ist aber zu. Ja, die haben eine Tür gehört. Macht er die dann auf oder dann zu, ist die Frage. Also man sieht immer noch bei meistens die Tür dann eben, ja, meistens sind die Türen dann immer so auf 7:30, also so. Ja. Nur ein bisschen auf. Ich glaube, das ist so. Ja, ich tippe auch drauf. Dann können wir hier wieder runtergehen. Ja. Euch unten? Ist auch gefährlich, hier fehlt das eine Gelände. Ja, das ist echt weird. Wasser. Ja, ich höre es auch. Wir hören's. Komm, weg ist unterwegs. Ja, wieder eine Tür. Ich glaube, hier drin. Hier drin war ein Netz. Auf der Toilette. Ist es Mörte? Wo bist du? Wie alt bist du? Also 5er EMF haben wir gesagt. Auf der Toilette sind es 5 Grad.
Hat jemand das Brackwasser schon fotografiert? Wo bist du? Wie alt bist du? Ja, Brackwasser wurde fotografiert. Bringt das was, sich dann auf dem Klo zu verstecken? Wo bist du? Denk schon, aber nicht, wenn der Geist da drin spawnt. Das kann gefährlich sein. Ja, denke ich auch. Hier ist auch Wasser. Auch schmutziges Wasser. Ja. Gibt's extra Money? Hier ist 4 Grad, 3 Grad gewesen. 4,2. Wo bist du? Dann hole ich mal mehr Equipment. Ich hole mal das Buch raus. Buch liegt in dem eine. Wir können das zweite Buch in den CA-Raum noch legen. Okay, das haben wir ja mehrere Bücher. Ich lasse die UV-Lampe hier, aber ich habe hier nichts. Also ich finde keine Fingerprints. Ja, ich habe auch gerade die Dings abgelegt. Liegt hier schön leuchtend im Raum. Ja, aber in der zweiten Klo habe ich noch 14, 15 Grad, also da, wo der MF-Reader da drin liegt. Was haben wir denn jetzt da, einen MF-Reader? Oder sollen wir den noch holen? Hat ins Buch geschrieben. Wir haben das Geisterbuch. Also Kameras würde ich jetzt vielleicht Salz und also wir haben Revenant, Shade und Oni, also EMF-Reader und Geisterbuch haben wir. Die haben ausgeschlagen, okay. Oh, EMF-5. 10 Aktivität immer. Nochmal ein Stückchen Abstand gewinnen, glaube ich, halt gerade so eine Luftrollig für Minuten. Raus. Muschi-Ausgang. Komm her, Michael. Sven. Achso, stimmt, das ist der schneller Weg. Stimmt, Gas. Also. Aber mein Global Chat funktioniert schon wieder nicht. Jungs, hört ihr uns? Ja. Also, wir haben Geisterbuch und EMF-5. Ich hole mal noch gerade einen Bewegungssensor, das brauchen wir noch. Lass die Teammitgliedzeuge eines Events sein, haben wir schon abgehakt. Ja, der hat Formel dazu gemacht. Und war da drin. Hast du Geister? Nee, aber das bräuchte ich alles noch. Ah ja. Fingerabdrücke, Geisterbox und Orb. Also, wir haben Oni, Shade und Revenant. Eine Kamera mit. Glaube ich nicht. Also, wenn ihr glaubt. Okay. Was meinten die? Tolle Kamera? So, ich habe eine Kamera dabei und ich habe auch noch Blickdicht mitgenommen. Und machen Sie ein Foto vom Geist. Was war das jetzt, was fehlte? Orbs. Orbs. Fingerprints. Ja. Und Geisterbox. Okay, Box ist drin. Da kann ich eh nicht mitnehmen. Sind mit. Nimm da noch ein Kruzifix mit oder Räucherstäbchen oder sowas. Ne, ich nehme die Kamera. Da haben wir noch einen Flo. Okay, da haben wir drei Kameras gleich drin. Jo. Bei dem Erfolg der letzten Runde würde ich das einfach mal mitnehmen. Ah ja, klar. Alter, bin ich froh, dass ich beim Aufnahme das Bild heller gestellt habe, weil du siehst hier gar nichts. Ich weiß nicht, also ich habe mit der Helligkeit echt keine Probleme, ich habe ganz gute Lichtverhältnisse. Das Lichtverhältnis im Spiel ist geil, aber bei der Aufnahme siehst du dann halt nicht viel, weißt du? Okay, ja, kann ich nicht beurteilen, ich habe meine letzten nicht gecheckt, deswegen weiß ich es nicht. Uah. Was mich gerade tierisch nervt, dass der Voice-Chat bei mir verpackt ist.
Na, klasse. Ich höre den Global nicht. Und ich möchte erwähnen, der Geist mag schmutziges Wasser. Der hat schon so viele Wasser-Dings da angemacht. Das ist einfach nur krass. Ich mach mal hier da einen rein, dass wo ein bisschen rausgeht. Wahrscheinlich hat er sehr viel Sachen zu sprühen gehabt. Ins Klo rein am besten, oder? Ja, oder für die Tür. Geht auch. Musik. War irgendwo Musik. Ja, das habe ich auch vorhin nur gehört, wie wir reingekommen sind. Haben wir Fußspuren? Nee, aber auch keine Fingerabdrücke bis jetzt. Gib uns ein Zeichen. Hast du Verstopfung? Deswegen ist er so lange auf dem Klo. Ja, ich denke, dass es so Hamsterkäufer ist, doch für mich mit Klopapier und Krams. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? So, Box fehlt ja noch, ne? Box fehlt noch, Orbs und Fingerabdrücke. Aber Fingerabdrücke? Ja, okay. Haben wir noch irgendwo hier Weil der gute Michael hat. Was ist? Fingerabdrücke habt ihr solche gefunden? Ich hab fünf schon mal gefunden. Nee, ich hab noch keine gefunden. Das ist wahrscheinlich nicht. Orbs sein. Puh. Lebt ihr alle noch? Ja, moin. Alle noch in Ordnung? Ja, sieht so aus. Ja. Zumindest der erste Ort. Wir haben Geisterorbs. Wir haben Geisterorbs. Wir haben. Hier ist so bei 20 bei euch, bei mir ist 18. Ein Baby, oh Gott, ein kichendes Baby. Ich raus, wir haben ein Shade. Michael ist, glaube ich, tot. Michael? Oh mein Gott, sie haben Michael getötet, ihr Schweine! Die Jagd war sofort vorbei, als du. Unten ist. Ja. Ein kriechendes Baby, Alter. Wie eklig ist das denn? Okay. Michael hat es zerlegt. Haben wir ein Foto vom? Weiß es nicht. Kommt mal zurück, ihr seid bei 8 und 11. Ein Flair, der Chat verpackt ist. Ja, 8 und 11 Sanity haben wir. Also wir müssen raus. Ja, shit. Ja, Michael müsste tot sein. Der ist gerade verschwunden. Ja, PC hat es gerade gesagt. Michael ist leider tot. Ja, ich höre PC nicht. Haben wir den gute Michael verloren? Ein kriechendes Kind. Haben wir alles? Machen Sie ein Foto. Wir müssen noch ein Foto machen. Haben wir noch Fotoapparate? Ich habe noch einen. Ich war noch einen. Gut, ich hab jetzt keinen. Willst du das meinen hab? Nö, alles gut. Ich nehm dann noch Kruzifix mit, denke ich mal. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Nimm auf jeden Fall noch eine Pille. Pille genommen?
Die Pille davor wahrscheinlich eher. Ja. Lass mal ganz kurz abklären, was wir da hatten. Ich hab das nicht ganz mitbekommen. Ich höre den Global nicht. Was hatten wir jetzt? EMF 5? EMF 5 haben wir. Geisterbuch und Ort. Und Ort. Wir haben eine Schade. Mhm. Schande. Schon wieder. Schade. Was macht er überhaupt? Mit nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Okay, das hatten wir gesehen. Wie ist das am besten? Ich glaube, dass Pisi und Sven nochmal eine Pille nehmen sollten. Ich habe gerade eine genommen, also so ist es nicht. Wir waren bei null. Wir kriegen ja nur 40 davon. Also einer von uns beiden muss auch noch eine nehmen. Das kannst du jetzt auch, ob ich oder du. Ja, jetzt habe ich schon genommen. Ja, gut. Dann gehen wir los. Auf geht's, ab geht's. Mal gucken, wir hatten doch drei Kameras, oder? Ja, eine hat wahrscheinlich Michael dort. Ja, mal gucken, eine zeigt uns. Also zwei zeigen jeweils in die Badezimmer und eine steht im Flur. Nee, ich meine jetzt Fotokameras. Ja. Ja, einer der Michael. Einer der Michael. Ja, dann muss ich gucken, wo die Leiche von Michael ist und naja. Wenn er noch Fotos hat, dann habe ich schon Fotos gemacht. Ich gehe davon aus, dass er noch. Also, ich hoffe, dass er noch eins hat, dass ich mindestens mitmachen kann. Ja, kannst du auch meiner haben. Nee, um das geht's nicht. Umso mehr es Leute sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es fotografiert kriegen. Also, ja, klar. Sollte man Licht anmachen. Ja. Okay, aber hier ist ein kriechendes Kind, also. Ah. Noch zwei Bilder kann ich machen, gut. Okay. Zeig dich. Zeig dich, du schnuller Kind. Ja. Hab's. Ja, hab's. Zeig dich. Schnuller Kind. Aaron Miller. So, Wischmopp. Vor alle Dinge Krieche, welche? Das ist um uns zugerannt kommen. Ja, aber das war ja keine Jagd, das war ja nur ein Erscheinung. Event. Ja, genau. Aber ich habe also in der Jagd eben ist er in beiden Fällen gekrochen. Konnte aber richtig sehen. Richtig widerlich. Also ich hab jetzt nur ein schönes Bild gemacht vom Peacemaker von seinem Rücken. Das ist gut. Ein schöner Rücken. Ich hab von dem Herrn im Blau ein schönes Bild vom Hintern oder da kommt ein kleines Kind drauf zugelaufen. Nicht schlecht. Komm zu Papi. Hört sich ja so viel eben in Zeit schon. Ja, wollte ich ja gerade sagen. So, ja, ich meine, wir nehmen sie ja immerhin mit in unseren Van. Nein, dagegen. Gut, wir haben alles erfüllt. Jo. Wir haben dann bloß leider Michael verlassen. Ja. Dann auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach oder so. Oder RIP, Alter. Trip Equipment. Alter, wie schnell ist der Geist, bitte, ey? Es war Turbo-Kind. So. 240 Öcke, das ist doch was. Abzuhauen. Aber, Kopf und Kind rausgekrochen. Ey, ich stell mir gerade so vor, welche wie, Michael dann so bei uns rumgeistert und dann die Bude hier drin zurechtspukt. Wir rufen wir eigentlich ich hoffe, an, vor uns ein Geist. Ich freue mich schon, wenn ich mich in Sachen rein machen kann, Alter. Dann werde ich euch so Angst einjagen. Ich bin der Geist, ich bin hier. Ja, wahrscheinlich würde er sich ins Müsli reinbacken. Ich bin das Müsli! Der Müsli-Geist. So, aber wir haben die Zeit schon wieder voll, dann bedanke ich mich schon wieder an alle Beteiligten. Ich hoffe, wir haben alle so viel Spaß gehabt. Haut alle rein und tschüss!